Hallo und herzlich willkommen. Das heutige Video ist wieder eine Übung zum Thema radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit. Um in diese Übung einzusteigen, solltest du aber bereits wissen, erstens, was Radioaktivität überhaupt ist und zweitens, wie die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit beschrieben wird. Und außerdem solltest du natürlich ein paar mathematische Grundkenntnisse mitbringen. Zur Wiederholung bzw. als Überblick hier noch einmal jene Formeln, die uns zur Verfügung stehen. Da ist einmal das Zerfallsgesetz in dreifacher Ausführung, einmal bezogen auf die Aktivität, einmal bezogen auf die Teilchenzahl und einmal bezogen auf die Masse der Probe. Dann haben wir noch die Gleichung, mit der die Halbwertszeit einer Substanz berechnet wird, nämlich als ln2 durch Lambda, wobei Lambda die Zerfallskonstante ist. So, dann kann es ja losgehen. Die Übungsaufgabe lautet: Die Aktivität einer strahlenden Substanz sinkt innerhalb von 7 Stunden von 4,2 mal 10. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.